Hi, dein Matthias hier. In diesem Video zeige ich dir, wie du an Bugatti Evo und Roland FR8X Klangeinstellungen ganz schnell in dein Instrument importieren kannst. Zum Beispiel habe ich Elektronium-Klänge als User-Programm Bänke aufgenommen, die ich in einem anderen Video vorgestellt habe. Und wenn du die laden möchtest, dann erfährst du hier, wie das geht. Wofür verwenden wir diese User-Programme? Ich zeige es dir nochmal ganz kurz. Wir klicken hier auf den User-Programm-Knopf und rufen dann eines dieser User-Programme auf. Ich nehme jetzt mal hier die Posaune aus diesem Elektronium-Sound. Und mit nur einem Klick hat sich das Instrument eben entsprechend eingestellt, dass ich jetzt schnell unterschiedliche Klänge einstellen kann, nur durch das Anklicken von diesem User-Programm oder durch das Auswählen mit meinen Kinnregistern. Und solche Sounds lädst du über das Menü in dein Instrument. Dafür gehe ich mit Exit mal nochmal aus dieser User-Programm-Übersicht raus und gehe mit dem Menü-Knopf entsprechend in das Menü 15, steht hier oben rechts in der Ecke, Utility, und drehe dann an dem Rädchen, bis ich bei 15.9 Import angekommen bin. Klick auf das Rädchen, du siehst, es ist ausgewählt. Klick nochmals drauf, damit ich hier oben von Set umstellen kann auf User-Programm. Das ist, was wir importieren wollen. Und dann möchte ich in dem Fall eine ganze Bank importieren. Du kannst hier auswählen, ob du alle User-Programme im internen Speicher vom USB-Stick holen möchtest, ob du eine Bank, also 14 Register in Folge holen möchtest oder ein einzelnes. In unserem Fall ist es eine Bank. Übrigens siehst du das auch an der Dateiendung. Solche User-Programme ziehst du ja vom Computer erstmal auf deinen USB-Stick. Die müssen auch gar nicht in einen bestimmten Ordner, nur so, dass du es eben wiederfinden kannst. Und es gibt UPG-Dateien, User-Programm-Dateien. Das ist dann also eine einzelne. Es gibt UPB-Dateien, B wie Bank. Und es gibt UPA-Dateien, also alle auf einmal. Bank ist ausgewählt. Dann sage ich ihm hier, wo ich es hinspeichern möchte. Wenn du dir da nicht ganz sicher bist, klick vielleicht nochmal auf die User-Programme und schau, wo eine Bank ist, auf die du das laden kannst. Ich nehme jetzt einfach mal in meinem Beispiel die Bank 6. Das könnte bei dir anders aussehen. Merk mir also, 6 ist die Bank, die ich ersetzen möchte. Mit den 14 Registern danach gehe in dieses Menü und wähle jetzt hier die Nummer der Bank aus durch Drehen an dem Rad. Bestätige nochmal. Mit dem Menüknopf geht es anschließend weiter. Und jetzt kann ich von meinem USB-Stick aus auswählen, was ich überhaupt reinladen möchte. Je nachdem, wie du deinen Stick organisiert hast, wählst du jetzt also den entsprechenden Ordner aus. Ich habe hier einen User-Programm-Bank-Ordner und dann hier zum Beispiel Elektronium Nummer 1. Sobald das weiß hinterlegt ist, kannst du es reinladen, indem du nochmals diesen Menüknopf drückst. Dann läuft diese Uhr ab und sobald das grüne Häkchen kommt, ist die Bank geladen. Wenn ich jetzt also in meine User-Programme reingehe, sehe ich hier bei Bank Nummer 6, dass die Sounds geladen haben und ich bereit bin, loszuspielen. Dazu noch eine kleine Unterscheidung, weil das immer wieder durcheinander gebracht wird. User-Programm-Listen, sowas wie diese Elektronium-Listen, die ich in einem anderen Video vorgestellt habe, können auch auf einen USB-Stick exportiert werden, müssen aber nicht auf diese Art importiert werden. Die sind dann einfach auf dem Stick und bleiben ganz ohne Installation, ohne dass du die in den internen Speicher reinlädst, wie wir das gerade gemacht haben, einfach auf dem Stick. Also User-Programme, User-Programm-Bänke und User-Programm-All-Dateien, die lädst du rein und die anderen sind einfach auf dem Stick. Die User-Programm-Listendateien heißen UPL. Dazu gibt es schon ein Video hier auf dem Kanal. Ich verlinke das alles in der Beschreibung. Und in der Videobeschreibung kannst du dir natürlich auch diese Elektronium-Klänge kostenlos downloaden, falls du vorhast, dein Akkordeon im Akkordeonorchester als Elektronium einzusetzen. Wenn irgendwo noch eine Frage ist, lass mir natürlich gerne einen Kommentar da und auch sonst, wenn du einfach Hallo sagen möchtest. Und ich freue mich von dir zu hören, freue mich, wenn ich dir wieder weiterhelfen und Lust auf die Musik machen konnte. Bis zum nächsten Video, dein Matthias.